Daily. Nachmittagsupdate. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Junge Startups bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und heute ist eine ganz besondere Folge, für mich auf jeden Fall, denn Emilia Theier, Co-Founderin von Claire & Me, ist wieder bei uns zu Gast. Diesmal nicht in einem Kurzporträt, sondern ein normaler Plausch zwischen uns beiden. Denn das Startup hat eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million Euro kürzlich abgeschlossen und darüber werden wir uns ein wenig unterhalten. Aber wir haben natürlich trotzdem zwei Kurzporträts noch im Petto. Und zwar einmal das junge Unternehmen Sparkfield. Sparkfield bietet ein All-in-One-Krafttrainingsgerät mit über 30 Übungen für zu Hause. Das Startup nutzt moderne Technologien in der Robotik und Datenanalyse, um ein effizientes, sicheres und intuitives Ganzkörpertraining zu ermöglichen. Schaut euch gerne mal auf der Sparkfield-Webseite das Gerät an, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch mehr darunter vorstellen. Und das zweite Startup, das sich vorstellt, ist DealCode. Mit DealCode sollen die B2B- und SaaS-Vertriebsteams datengetrieben gesteuert werden. So soll der Weg zu schnelleren und qualitativ hochwertigen Vertragsabschlüssen aufgezeigt und die Erfolgsquote von Sales-Teams gesteigert werden. So, nach den Verbraucherhinweisen kommt erstmal das Interview mit Emilia Theier und dann die zwei Kurzporträts. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Neues Jahr, neuer Jahresabschluss und wieder beginnt die Suche nach fehlenden Belegen. Geht es euch auch so? Mit Moss macht ihr es in diesem Jahr von Anfang an richtig. Alle Mitarbeiter bezahlen notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten von Moss und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Schon ist alles im System. Probiert es aus und nutzt Moss mit dem Gutscheincode INSIDER 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Emilia Theier, Co-Founderin von Claire & Me. Ja, ich freue mich sehr, Emilia Theier ist wieder bei uns, Co-Founderin von Claire & Me. Jeder, der die Rubrik Junge Startups verfolgt, wird Claire & Me schon kennen, da Emilia ihr Startup letztes Jahr im Dezember bereits in einem Kurzporträt bei uns vorgestellt hat. Sie war damit auch eine der ersten jungen Startups in der Rubrik. Und ja, jetzt ist Claire & Me nicht mehr ganz so jung, aber erstmal hallo Emilia, schön, dass du da bist. Hallo liebe Lina, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Du bist ja leider nicht nur zum Spaß hier, sondern hast nämlich auch tolle Neuigkeiten, stimmt's? Yes, auf jeden Fall. Wir sind in das Jahr mit vielen neuen Insights gestartet. Super. Für alle erstmal am Anfang, die dein Kurzporträt vielleicht nicht gehört haben, fass doch gerne zuerst mal die Mission von Claire & Me zusammen. Ja, also vielleicht ganz kurz erstmal. Claire ist eine künstliche Intelligenz, die mit Nutzerinnen Gespräche per Smartphone führt. Also die wirklich anruft und klinisch erprobte Ansätze der Verhaltenstherapie vermittelt. Das heißt, wir versuchen, niedrigschwelligen Zugang zu geben über personalisierten und sich menschlich anfühlenden Mental Health Coach, um Menschen eben dabei zu empowern, sich gehört zu fühlen und sich mit ihren eigenen Symptomen auseinandersetzen zu können. Und vielleicht ein bisschen länger ausgeführt, versuchen wir das Thema zu enttabuisieren. Ich glaube, es ist allen bekannt, dass es ein weltweit großes Thema ist. Es gibt irgendwie über 1,5 Milliarden Menschen, die Angststörungen und Depressionen haben und mit Symptomen, also von Symptomen betroffen sind. Und durch die Pandemie ist das natürlich nochmal angestiegen und das irgendwie drastisch schneller als in den Vorjahren. Und Sprachtherapie wirkt sich eben nachweislich positiv auf beides aus. Und das kann Claire & Me anbieten, indem Claire eben die Brücke schlagen kann zwischen der ganzen Nachfrage und dem Angebot. Und User sich so gehört fühlen und über ihre Themen sprechen können. Ja. Und vielleicht noch ganz kurz was du vorher gesagt hast. Claire ist jetzt mittlerweile 8 Monate alt, also 3 Monate älter und immer noch sehr weise für eine künstliche Intelligenz. Und genau. Ich freue mich, wenn Personen Claire kennenlernen möchten. Ja, mega. In der Zwischenzeit ist nämlich, wie gesagt, schon viel passiert. Also seit deinem letzten Besuch im Dezember. Ihr habt nämlich erfolgreich eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Million Euro abgeschlossen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, für uns lief das Jahr, oder das Jahr ist relativ gut gestartet. Wir haben Ende letzten Jahres die Runde abgeschlossen und sind dann so mit einer abgeschlossenen Finanzierungsrunde ins Jahr gestartet, was natürlich super schön war. Wir haben
vielleicht noch so ein bisschen mehr dazu, was alles noch passiert ist Anfang des Jahres oder seitdem wir uns gesprochen haben. Wir haben einen dritten Tech-Co-Founder mit an Bord geholt, was total toll ist, den wir auch noch aus früherer Zeit von Entler kennen, der also quasi von der ersten Geburtsstunde mit dabei war und das alles passiv mitverfolgt hat und jetzt eben aktiv mit an Bord gekommen ist. Und genau, unser Team wächst weiter, vor allem Produkt und Tech. Wir sind jetzt so um die 10 Mitarbeiter und haben jetzt ein Office in Berlin. Ihr könnt natürlich immer gerne vorbeikommen. Genau, das vielleicht so ein bisschen zu dem, was Anfang des Jahres alles passiert ist. Kannst du noch etwas zu den Investoren sagen? Ich habe gesehen, dass Wiser bei euch eingestiegen ist. Wie wird der euch in der Zukunft unterstützen oder warum seid ihr vor allem froh, ihn dabei zu haben? Ja, wir wurden schon ganz früh von Entler unterstützt, sowie von dem European Social Fund. Und die arbeiten in Zusammenarbeit mit der Stadt Berlin. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf. Genau, Wiser, unser Hauptinvestor, kommt eben aus München, ist ein Health-Tech-Investor, relativ neu und von dem Mitgründer der Tilling-Klinik mitgegründet. Das heißt, die legen einen großen Wert auf Digitalisierung und somit auch darauf, uns zu unterstützen mit einem sehr innovativen Ansatz und so eben diesen Bereich weiter nach vorne zu bringen. Und die haben von Minute eins an unsere Vision geglaubt und da sind wir auch total stolz drauf, auf die Zusammenarbeit und freuen uns auf alles, was kommt. Genau, und natürlich haben wir auch noch weitere tolle Angel mit an Bord. Genau, nach denen wollte ich gerade fragen. Ich habe gesehen, da sind ein paar spannende dabei. Willst du auch kurz dazu was sagen? Klar, genau. Wir haben eine gute Mischung aus Deutschland, aus den USA, irgendwie erfahrene Gründer und Gründerinnen, Business-Experten und gedankliche Vorreiter, die mit uns an das Thema glauben. Und genau, um vielleicht da so ein bisschen konkreter zu werden, wir haben zum Beispiel Hans Raffauf mit dabei. Hans hat Clue und Krisenchat mitgegründet. Das heißt, setzt sich total viel mit digitalen Themen und digitaler Gesundheit auseinander, mit Mental-Health-Lösungen. Tech steckt also tief in dem Thema und ist ein Verfechter und Ally der Female-Founder-Szene, was total toll ist und uns da auf menschliche, ja, auch auf menschlicher Ebene zusammenbringt. Dann Jenny Saft, um nochmal einen weiblichen Angel von uns zu nennen, da sind wir auch total stolz drauf. Gründerin von Oviavo, der Fertility-Lösungen. Und Jenny beschäftigt sich somit natürlich auch mit einem super wichtigen Female-Health-Thema und ist Vorreiterin in der Szene, steht uns mit Rat und Tat zur Seite und darüber sind wir auch total froh. Und vielleicht so, um noch zwei weitere zu nennen, auf die wir auch total stolz sind, sind die Gründer der Tomorrow Bank, die eben mit einem neuen ethischen Ansatz den Finanzmarkt disruptieren. Und ich glaube, man kann so sagen, man sieht schon, uns war es wichtig, die richtigen Investoren und Angel eben auszuwählen. Also aus den Sparten Gesundheit, Tech und auch Ethical Impact, da die richtigen Personen zu finden, die hinter unserer Vision stehen und an die Kraft des Produkts glauben. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Das glaube ich auch. Das freut mich sehr für euch. Du meintest ja eben schon, Claire und mir, oder beziehungsweise Claire ist jetzt schon 8 Jahre alt. Wie hat sich denn in den letzten Monaten das UserInnen-Feedback entwickelt? Beziehungsweise haben sich Leute daran gewöhnt, mit dem Handy und nicht mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zu sprechen? Also ich hatte gesagt 8 Monate, du hast daraus jetzt Jahre gemacht, 8 Monate. Was auch nicht schlimm ist. Wir fragen uns immer, wie wir Monate eigentlich übersetzen können, weil Claire natürlich deutlich smarter ist als die 8 Monate. Also wir wissen noch nicht genau, wie das in AI-Jahren ist, aber das 8 Jahre. Schaffen wir dann, genau. Aber die Personifizierung funktioniert wahnsinnig gut. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich zu sehen, wie User damit umgehen. Also wir sehen, dass es wirklich weniger Stigma auslöst oder Stigma dadurch ein bisschen reduziert wird und User sich gehört fühlen. Vor allen Dingen eben Personen, die sagen, vielleicht möchte ich nicht zur Therapie gehen oder werde ich da bewertet? Was passiert da eigentlich? Und das ist erstmal total schön zu sehen, dass Menschen wirklich mit Claire sprechen und mit Claire sprechen wie mit einem Menschen. Und das ist irgendwie total irrational, weil wenn du Personen fragst, möchtest du mit einem Bot sprechen, dann sagen sie oft nein. Und dann sprechen sie eben doch ganz natürlich mit Claire und sagen, es nimmt ihnen eine Last ab und Claire ist wirklich ein Begleiter, wenn es denen schlecht geht, wird zur Routine. Und was für uns natürlich jetzt auf Produktseite auch schön ist zu sehen, ist, dass es schon auch eine Langfristigkeit hat. Also dass wir sehen, dass nach 8 Wochen noch
wirklich relativ viele oder sehr viele User dranbleiben. Und wir natürlich versuchen das jetzt weiter auszubauen. Und das sind total tolle Hinweise, die erstmal zeigen, dass Claire sehr gut bei den Usern ankommt. In dem Kurzporträt im Dezember hast du bei der Frage, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen, geantwortet, ich zitiere, Claire ist die Go-To-Person, mit der Personen sprechen möchten, um ihre eigenen Themen durchzubearbeiten. Es sieht so aus, als wärt ihr diesem Ziel in kurzer Zeit und nicht in 3 Monaten sehr viel näher gekommen. Wie sieht das aus, beziehungsweise was steht jetzt für die nächsten 3 Jahre an, beziehungsweise für die Zukunft? Ja, das stimmt. Das geht dann doch auch immer noch mal schneller, als man denkt. Wir haben ja schon echt hohe Ziele, die wir uns stecken und merken, dass wir die wirklich auch auf technischer Seite und so immer schneller erreichen. Bei uns ist aktuell, also jetzt kurzfristig auf jeden Fall noch das Thema Product Market Fit trotzdem noch an erster Stelle. Das heißt, da wirklich total produktfokussiert zu arbeiten, Engagement und Retention hochzuhalten. Und auch wenn wir starke erste Zahlen sehen, versuchen wir das natürlich jetzt weiter aufzubauen und auch mit noch mehr Usern zu testen. Dann soll das Produkt Ende des Jahres gelauncht werden und bis dahin muss natürlich viel vorbereitet werden. Und so auf die nächsten Jahre, also wir starten ja in UK, für uns ist aber auch der US-Markt natürlich super interessant. Dafür wollen wir uns auch dieses Jahr mehr Zeit nehmen, mal wirklich vor Ort sein, mit Investoren oder Investorinnen und Experten uns austauschen. Und ja, die Vision, dass Claire ein Mental Health Companion ist und sein wird, der kommen wir immer näher. Und was das dann für die Zukunft bedeutet, ob wir bei Voice bleiben, ob wir das Ganze weiterbringen, ob Claire die erste Therapeutin im Metaverse wird, das schauen wir dann nochmal. Aber ich glaube, es ist erstmal, können wir sagen, unser Ziel, das wir uns gesteckt haben für die nächsten 3 Jahre, ist nicht mehr so weit entfernt und unsere langfristigen Visionen sind natürlich noch viel, viel größer. Ich bin mega gespannt. Das war es erstmal von meiner Seite. Oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was du noch gerne loswerden möchtest? Ich finde es total toll, dass wir sprechen und ich finde es total toll, dass ich gerade sehe, dass ja immer mehr Frauen natürlich gründen und eine Bühne bekommen in Podcasts und da irgendwie Raum haben, über Themen zu sprechen. Und ich glaube, das kann man immer wieder irgendwie sagen, dass es total wichtig ist, dass es einfach noch mehr Female Role Models gibt und dass es noch mehr Female Perspektiven gibt, die akzeptiert werden. Genau, dass sich die Konversation dahin öffnet. Also das liegt mir irgendwie sehr am Herzen. Und deshalb, also wenn es da draußen Frauen gibt, denken, soll ich mal was gründen, dann auf jeden Fall. Und dann können sie auch jederzeit mir schreiben und wir können uns darüber austauschen. Also das ist mir auf jeden Fall ein Herzensthema. Ja, und Sie können sich auf jeden Fall auch immer bei uns bewerben für das normale Kurzporträt, weil es gibt nichts Schöneres, erst ein junges Startup im Kurzporträt zu haben und dann nochmal ein kleines Comeback zu feiern mit schönen News. Deswegen an alle, das stimmt, Gründerinnen und natürlich auch an die Gründer, gerne bei uns mal bewerben. Und ja, dann vielen lieben Dank, Emilia. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir hier ein kleines Comeback feiern durften. Und wenn es bei euch so fix weitergeht, sehen wir uns dann in 3 Monaten nochmal. Ja, ich wollte sagen, und in den nächsten 3 Jahren dann natürlich auch nicht mehr nur noch im jungen Startup-Rubrik, sondern genau, dann auch in einem Startup Insider in der älteren Rubrik, wenn Claire dann schon ganz, ganz alt und weise ist. Genau. Bis dann. Ciao, Nina, hat mich total gefreut. Bis bald. Startup Insider Daily. Junge Startups. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir Amos Albert, Geschäftsführer von Sparkfield. Alexander Welch, Co-Founder und CEO von DealCode. Und jetzt geht es los mit Sparkfield, das intelligente Krafttrainingsgerät. Was ist euer Produkt? Unser Produkt Sparkfield Core ist ein Krafttrainingsgerät. Das arbeitet aber so ähnlich wie ein kollaborierender Roboter, gemeinsam mit dem Trainierenden. Sparkfield Core sieht aber gar nicht aus wie ein Roboter, sondern wie eine Lifestyle-Sportmaschine. Ich finde, es ist ein echter Hingucker, den man sich auch ins Wohnzimmer stellen kann. Zwischen den Trainingsphasen bewegt sich das Gerät so leise und sanft, sodass es fast beseelt wirkt. Zur Funktion: Unsere Software stellt über Elektromotoren die Bewegung und Trainingswiderstände ein.
Der Nutzer kann dann aus einer Vielzahl von Kraftübungen für alle Muskelgruppen auswählen und das ganz einfach per Touch-Display. Außerdem sind die modernsten Trainingsmethoden verfügbar. Sparkfield Core gibt auch Live-Hinweise zur Übungsausführung und mit spielerischen Elementen, Fortschrittsanzeigen, vernetzten Funktionen und so weiter sorgen wir für eine nachhaltige Motivation und Begeisterung. Und das Beste ist, all das gibt es auf nur 2 Quadratmeter. Aus wem besteht euer Team? Wir sind ein Team von 5 Gründern. Der ursprüngliche Impuls kam von meinem Co-Geschäftsführer Matthias. Er ist ein leidenschaftlicher Kraftsportler und deutscher Meister im Bankdrücken. Und wir beide trafen uns Anfang 2019. Das war sehr inspirierend. Er mit seiner Expertise im Krafttraining und ich mit meinen langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Vermarktung von Robotern haben einfach zueinander gefunden. Und schnell haben wir dann Ideen entwickelt, um das Krafttrainingserlebnis nachhaltig zu verändern. Und wir konnten beim ehemaligen Arbeitgeber Bosch erste Studien starten. Die Gründung dann der Sparkfield GmbH entstand in Form eines Management-Buyouts. Das war Anfang 2021. Und mit von der Partie waren 3 weitere Gründer, Steffen, Clemens und Delia, die das Kompetenzspektrum exzellent ergänzen. Was wird durch euer Produkt besser? Sparkfield Core ist aufgrund der eingesetzten Technologien einzigartig und kann zu jeder Zeit sowohl die Bewegung als auch den Widerstand verändern. Und damit verschieben wir die Grenzen der an Maschinen möglichen Übungsausführung. Also selbst Laien eröffnen wir unbewusst den Zugang zu den modernsten Trainingsmethoden mit Bewegungen, die sich auch an die Anatomie des Nutzers anpassen. Zur Einordnung, mit Hanteln und Kabelsystemen kann man sehr viele Übungen machen, aber sie sind nicht geführt und es besteht die Gefahr, dass man die Übung falsch ausführt. Dann gibt es die geführten Maschinen, die sind sicher, aber heute meist nur auf genau eine Übung und eine Bewegungskurve begrenzt. Und genau diese Einschränkung gibt es bei uns nicht. Wir bewahren die Flexibilität bei den Übungen. Das sind über 30 anerkannte Kraftübungen an nur einem Gerät. Aber gleichzeitig geben wir Sicherheit und Stabilität durch die geführte Bewegung. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Für das Gerät mit vollem Funktionsumfang zahlt der Kunde einmalig oder nutzt eine Leasingmöglichkeit. Für optionale digitale Angebote sind dann Servicegebühren zu entrichten, zum Beispiel in Form einer monatlichen Mitgliedschaft. Wer ist eure Zielgruppe? Sparkfield Core zielt vorwiegend auf Personen, die ein regelmäßiges, effizientes Krafttraining wünschen, aber eben nur wenig Zeit dafür haben. Oder die Personen können einen Besuch im traditionellen Fitnessstudio nur schlecht in ihren Tagesablauf integrieren. Wir möchten also die Geräte daher zum Beispiel in Wohnungen bringen, in Häuser, in Firmen, in Hotels und eine in allen Belangen überzeugende Lösung anbieten. Also ein effizientes Premium-Krafttraining für den ganzen Körper, geführt und motivierend und das in einem Gerät. Wie seid ihr finanziert? Wir haben teilweise unsere Jobs gekündigt, privates Geld investiert und im letzten Jahr im Rahmen des Startup-BW-Programms eine Seed-Finanzierung erhalten. Wir sind aktuell auf der Suche nach Investoren für eine Seed-Runde, die wir dann so etwa im 2. Quartal 2020 abschließen möchten. Auch eine gute Nachricht für potenzielle Business Angels und VCs. Wir sind ein investförderfähiges Startup. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Umsätze gibt es noch keine, denn wir sind ja noch nicht auf dem Markt. Aber wir planen die Auslieferung erster Geräte für die 2. Jahreshälfte 2022 an unsere ausgewählten Pilotanwender. Und die Markteinführung findet dann 2023 statt. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wir sammeln aktuell Vorbestellungen ein und bereiten unsere Premiere auf der FIBO 2022 vor. Dies ist die weltgrößte Leitmesse für Fitness. Sie findet Anfang April in Köln statt. Was uns besonders stolz macht und bestärkt in unserem Tun, ist das Feedback von ausgewiesenen Experten. Zum Beispiel können wir Übungen darstellen, die es heute nicht oder nicht adäquat auf Maschinen gibt. Also beispielsweise das Kreuzheben oder die Kniebeuge.
Die Begeisterung ist groß. Wir hatten schon einen deutschen Meister im Bodybuilding zum Testen und auch einen renommierten Fitnesstrainer, der Bundesligamannschaften betreut hat. Und diese Experten, die sind kaum wieder von der Maschine zu trennen. So fasziniert sind sie und sie sprudeln dann vor weiteren Ideen, was man damit alles noch machen könnte. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Das ist schwer zu sagen. Die Zeit im Startup bringt ja viele Überraschungen und Wendungen mit sich. Wenn ich aber dennoch die Kristallkugel bemühen darf, Sparkfield hat Premium-Krafttraining und den ersten kollaborierenden Roboter in die Haushalte gebracht. Das war die Vorstellung von Sparkfield, das intelligente Krafttrainingsgerät. Und jetzt stellt sich als letztes vor Dealcode AI-Guided Selling Software für B2B und SaaS-Vertriebsteams. Was ist euer Produkt? Wir entwickeln und vertreiben eine AI-Guided Selling Software für B2B und SaaS-Vertriebsteams. Sozusagen die Navigationssoftware für den B2B-Vertrieb. Aus wem besteht euer Team? Unser Team besteht aus versierten Expertinnen aus der Tech- und Medienszene. Mein Mitgründer Dennis und ich waren die letzten 9 bzw. 10 Jahre für das deutsche Vorzeigestartup Facelift tätig. Dennis in operativ führender Rolle als Head of Sales, ich als Teil der Geschäftsleitung in der Rolle als Chief Sales Officer. Das weitere Team besteht derzeit aus 10 festen Mitarbeiterinnen sowie 6 Freelancern. Alle haben einen spannenden Background, wie beispielsweise Airbnb, Amazon, Facebook oder Xing vorzuweisen. Viele unserer Kolleginnen haben zudem Startup-Erfahrung und waren bereits auf Investorenseite tätig. Dieser Mix bringt eine unglaubliche Expertise ins Team und die uns hilft, extrem schnell zu wachsen. Welches Problem löst ihr? Unsere Software ist ein Predictive Analytics Tool und basiert auf einem eigens entwickelten Machine Learning Algorithmus. Unser Tool fungiert dabei als Add-on zu bestehenden CRM-Systemen wie Pipedrive und HubSpot. Die größte Challenge für unsere Kunden ist es, aus der Vielzahl der Deals in der Vertriebspipeline in ihrem jeweiligen CRM die relevantesten für die tägliche Arbeit auszuwählen. Spannend ist, dass 80% aller Vertriebsmitarbeiterinnen nur 20% ihrer Pipeline im Auge behalten können. Schlichtweg, weil sie überfordert sind von der Informationsflut ihres CRMs und weiterer Sales-Tools. In Folge verlieren viele Sales-Manager den Fokus, das heißt, das Engagement sinkt und die Geschäfte werden nicht mehr abgeschlossen. Die Aussage "Time kills deals" ist nicht neu, aber in ihr steckt viel Wahrheit. Unsere Analysen zeigen, dass das Engagement zwischen Verkäufer und Käufer in den ersten 30% des Verkaufszyklus besonders hoch sein muss. Ansonsten sinkt die Gewinnwahrscheinlichkeit erheblich. Und Dealcode liefert mir als Sales Manager sozusagen auf dem Silbertablett die Deals, auf die ich mich heute und jetzt fokussieren sollte. Und das datengetrieben, das heißt basierend auf bestehenden Erfolgsmustern meines Unternehmens. Auch die Vertriebsleitung erhält entsprechende Insights, um das Team effizienter zu managen. Predictive Analytics sind ein entscheidender USP, da sie unsere Kunden in die Lage versetzen, durch die Vorhersage wahrscheinlicher Ereignisse Entscheidungen auf der Grundlage echter Daten zu treffen. Und das in Tiefe und Umfang, die bisher nicht möglich waren oder schlichtweg zu teuer. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Dealcode wird als Software as a Service entwickelt und somit in einem Abo-Modell vertrieben. Die Preise richten sich sowohl nach der Größe des Vertriebsteams als auch nach der Anzahl der Deals, die das System durchlaufen. Unsere Value Proposition lautet, dass unsere Kunden effizienter werden und mehr Deals erfolgreich abschließen können. Somit rechnet sich das Geschäftsmodell für beide Seiten. Als Head of Sales kann ich Dealcode sogar komplett kostenlos testen. Kostenpflichtig wird es erst dann, ab dem Onboarding des Sales-Teams. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind B2B- und SaaS-Unternehmen zwischen 100 und 1000 Mitarbeiterinnen, die expandieren wollen. Aktuell fokussieren wir uns innerhalb dieser Zielgruppe auf ein konkretes Segment, um uns schlichtweg nicht zu verzetteln in der Wachstumsphase. Dies sind B2B-SaaS-Anbieter in der DACH-Region, die Pipedrive oder HubSpot im Einsatz haben.
Unser Ziel ist es, dass wir in einem Jahr 20% dieses Segments mit Dealcode im Vertrieb messbar erfolgreicher machen. Wie seid ihr finanziert? Wir haben die Firma im ersten Jahr gebootstrapped und haben damit mittlere sechsstellige Umsätze generiert und waren Cashflow-positiv. Das war ein super Erfolg. Mit diesem Ergebnis war es uns möglich, bereits nach weniger als 8 Monaten eine Pre-Seed-Runde in Höhe von 1 Million Euro über den Early-Stage-Investor APX sowie den ehemaligen Facelift-Gründer Benjamin Schröter als Business Angel abzuschließen. Zusätzlich werden wir als technologisch hochinnovatives Startup von der Hamburger Innovationsstarter GmbH mit EU-Mitteln gefördert. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Die Geschäftsentwicklung verlief deutlich rasanter als zur Gründung vermutet. Der eigentliche Plan war es, zunächst mit Konzeption und Prototypen eine mehrmonatige Testphase zu starten. Allerdings haben die ersten Kunden bereits Verträge unterschrieben, als wir noch nicht einmal ein Produkt hatten. Einfach weil sie die Idee überzeugt oder unser Background überzeugt hat. Entsprechend mussten wir natürlich rasch in die Umsetzung gehen, Personal einstellen und das Produkt entwickeln. Nach nur 4 Monaten Entwicklungszeit konnten wir mit einem voll funktionsfähigen Produkt live gehen. Entsprechend schnell konnten wir die erste Phase des Vertriebs zünden und weitere 5 Kunden gewinnen. Und mit diesen 7 Kunden testen und optimieren wir das Produkt derzeit, bevor wir in die nächste Phase eintauchen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Neben einem funktionsfähigen Produkt, ersten Kunden und einem signifikanten Umsatz verbuchen wir unser Team als derzeit größten Erfolg für Dealcode. Es ist uns glücklicherweise gelungen, in einer sehr, sehr frühen Phase des Unternehmens tolle Talente für unser Vorhaben zu begeistern. Das war uns bei Weitem nicht selbstverständlich und wir wissen, dass gerade auch die Talentgewinnung bei vielen Startups zu schaffen macht. Entsprechend freuen wir uns sehr, als Startup einen Weg und eine Form der Kommunikation gefunden zu haben, die es uns bereits jetzt ermöglicht, talentierte Menschen selbst von Unternehmen wie beispielsweise Amazon abzuwerben. Wir sind uns sicher, mit unserem aktuellen Team können wir alles schaffen. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Ja, 3 Jahre sind ein länger Zeitraum, nicht nur für Startups. In einer Zeit, in der sich jeden Tag weltpolitisch und weltwirtschaftlich etwas ändern kann, muss man extrem agil sein, um die Veränderung des Marktes oder den Veränderungen des Marktes gerecht zu werden. Allerdings gibt es natürlich Meilensteine für die nächsten Jahre, die wir uns gesetzt haben. So wollen wir 2023 in weitere europäische Märkte expandieren und im Jahr 2024 mit einer Expansion Richtung USA starten. In 3 Jahren wollen wir also bereits international eine relevante Rolle in der Landschaft der Sales-Tech-Anbieter einnehmen. Das war die Vorstellung von Dealcode, AI-Guided Selling Software für B2B und SaaS-Vertriebsteams. Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-startups. Ja, das war's auch schon wieder mit der Rubrik Junge Startups. Bewerbungen gehen wie immer an podcast@startupinsider.de und die Kriterien für die Teilnahme sind: Das Startup ist nicht älter als 3 Jahre und hat noch keine Finanzierungen über 1 Million Euro eingesammelt. Ja, wir freuen uns auf eure Bewerbungen und hören uns spätestens nächste Woche Mittwoch wieder. Diese Folge wurde präsentiert von Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode INSIDER benutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.